Fleißige Ameisen marschierten den Weg entlang. Mit bloßem Auge sah man sie kaum. Sie machten vor Schreck einen Rückwärtspurzelbaum. Und langsam kamen sie alle zum Stehen. Es gab kein Entkommen, denn Räuberratte befahl: Halt! Nicht weitergehen! Haha! Gebt mir eure Bonbons und Lollis! Aua! Und geht nicht, gibt es nicht! Uhuhu. Ha! Denn ich bin Räuberratte! 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 Ja, denn ich bin nämlich Räuberratte, den keiner widerspricht. Wir haben keine Bonbons, sagten die Ameisen. Nur ein schönes grünes Blatt. Oh nein, Irrtum, ich bin's, der es hat, sagte Räuberratte. Diese Blätter schmecken eklig und bitter. Und das ist so dünn wie Papier. Doch ich bin nämlich Räuberratte und dieses Blatt gehört jetzt mir. Stockmann! Stockmann! Hallo! Vorsicht, der Schwan! Hä? Ein Zweig? Der Schwan sagt: Du nennst es Zweig, ich nenne es Ast. Oh, und ein bildschöner Ast. Wetten, dass er in mein Nest hineinpasst? Hä? Ich bin kein Ast, altes Federvieh. Ich heiße Stockmann. Das du vergiss bitte nie. Stockmann! Federvieh. Ich heiße Stockmann. Ich heiße Stockmann. Das vergiss bitte nie. Hör mal, Schwan, du sollst mich nicht hindern. Ich will nach Hause zu Frau und Kindern. Oh.
Die anderen wollten Perle aus dem Schloss befreien. Doch durch das dicke Mauerwerk kann man nicht hinein. Mm-hmm.